Ja, in dem Video schauen wir uns mal an, wie man ein Backup auf die Fritzbox machen kann unter Verwendung des Programms Shampoo Backup Pro. Ich habe mir so ein kleines Skriptchen geschrieben. Wir haben nämlich drei Schritte jetzt zu tun. Als erstes müssen wir die Fritzbox vorbereiten, als zweites müssen wir Windows vorbereiten und als drittes das eigentliche Backup einrichten. Wir fangen jetzt also mal bei der Fritzbox an. Wenn ihr ein Kapitel abgeschlossen habt, schaut in die Videobeschreibung, da könnt ihr auch gerne springen. Also ich logge mich erstmal auf dem Webinterface der Fritzbox ein. Passwort habe ich entweder geändert oder beiliegen. Und als nächstes gehe ich hier unter Heimnetz und hier habe ich den Punkt Speicher NAS. Was ihr natürlich machen solltet, ist eine Festplatte oder einen USB-Stick anstecken. Habe ich jetzt hier natürlich schon gemacht und habe entsprechend auch Platz da drauf. Hier unten sind jetzt die Protokolle, die aktiv sind. Das Programm, das ich jetzt nutze, kommt mit Netzwerkfreigaben klar. Das heißt, ich brauche kein FTP, ich brauche SMB. Das heißt, das hake ich hier einmal an. Die Einstellungen sollten in der Regel so stimmen. Falls ihr eine andere Arbeitsgruppe habt, könnt ihr das erfahren, indem ihr mal in Windows, ach Gott, wie hieß das denn? Mein PC oder irgendwas, WIS-PC, genau da, einen Rechtsklick, Eigenschaften drauf und dann steht hier eure Workgroup und die ist hier eben Workgroup. Ja, passt also erstmal. Das ist die Standardeinstellung. Gut, also wenn das könnt ihr alles so lassen in der Regel und einfach mal auf Übernehmen gehen. Jetzt haben wir aber noch ein Problem. Jetzt würde ich einen Nutzer anlegen oder man muss, glaube ich, sogar einen anlegen, um darauf überhaupt zugreifen zu können. Wir legen also jetzt hier mal einen an. Das ist unser System Fritzbox Benutzer. Da können wir jetzt hier mal einen nehmen. Der heißt jetzt einfach UsefulWid. E-Mail-Adresse können wir leer lassen. Und Passwort gebe ich jetzt dem einfach mal Backup. Zugang aus dem Internet nehme ich weg. Will ich ja hier gar nicht. Er soll auch keine Fritzbox-Einstellungen ändern können. Es geht jetzt hier nur um die Zugang zu den NAS-Inhalten. Und jetzt kann ich sogar ein Verzeichnis hinzufügen. Jetzt kann ich sagen alle oder kann ein spezielles Verzeichnis auswählen. Ich sage jetzt einfach mal alle. Könnt ihr natürlich bei euch feingranularer nochmal einstellen. Gehe ich auf Übernehmen. Gut, jetzt schimpft er mir wegen dem Kennwort. Dann heißt das halt Backup, Backup und dann ist er auf Mittel und das akzeptiert er dann. So, das war jetzt schon die Vorbereitung auf der Fritzbox. Die Fritzbox kann jetzt quasi zugegriffen werden. Ja, wie kann ich Samba-Freigaben in Windows zugreifen? Indem ich einfach mal den File Explorer aufmache, Backslash, Backslash und dann die IP eingebe. 192.168.0.1448 haben wir jetzt hier. So, mal drücke ich einmal Enter und dann kommt er nicht drauf. Genau, deshalb haben wir ja den Punkt Vorbereiten Windows noch hier auf der Liste und ich weiß, Funktionen heißt das, glaube ich, im Deutschen. Hier Turn Windows Features on or off müssen wir aufmachen, dann kriege ich so eine kleine Liste. Und ab irgendeinem Windows 10 Update wurde nämlich mal SMB Version 1 deaktiviert. Leider hat die Fritzbox noch dieses im Grunde veraltete Feature Intus. Die haben auch mal versucht, ein Update auf 2 und 3 zu machen, hat wohl dann aber so viel Probleme gegeben, dass sie das zurückgenommen haben. Aktuell ist also noch Version 1 aktiv. Deshalb muss ich hier in diese Liste gehen, ein bisschen runterscrollen und jetzt muss ich das mal suchen. Entweder ist das unter Samba SMB, genau, SMB 1.0, File-Sharing Support. Hier reicht es, wenn wir den Client aktivieren, einmal auf OK drücken. Und kurz warten. So, dieses Feature haben wir jetzt installiert und damit das aktiv wird, muss ich einmal neu starten. Das geht ganz einfach, indem ich hier einfach auf Restart Now klicke. So, Neustart durchgeführt. Jetzt haben wir ja das SMB-Client-Paket mit 1, Version 1.0 installiert. Und wir machen das Gleiche, was wir vorhin auch gemacht haben. Ich öffne jetzt also mal hier wieder meinen Explorer, oben in die Adresszeile, Backslash, Backslash, 192, bla bla. Das ist natürlich bei euch die IP eurer Fritzbox. Zur IP sage ich später noch was. So, jetzt bekommen wir was anderes als vorher. Jetzt werden wir nach unseren Zugangsdaten gefragt. Und das sind die des Benutzers, den wir in der Fritzbox angelegt haben. In meinem Fall war das hier dieser UsefulWid mit dem Passwort Backup, Backup. So, ihr habt natürlich ein sicheres und hier kann ich jetzt unter Fritz NAS gehen. Wichtig zu wissen ist hier in diesem Ordner habe ich jetzt noch keine Schreibberechtigung. Ich muss jetzt hier also unter Fritz gehen. Das Backup war jetzt noch vorher drauf auf meinem Stick, das ist also für euch nicht relevant. Ich muss hier in diesen Fritz-Ordner reingehen. Und ab hier habe ich erst Schreibberechtigung. Also kann ich auch nochmal zeigen, wenn ich hier auf New Folder gehe, kann ich nicht anlegen und wenn ich hier auf Fritz gehe und sage New Folder, dann kann ich den halt eben anlegen. Den nenne ich jetzt hier also auch einfach mal Backup. So, machen wir unser kleines Skript mal wieder auf. Wo stehen wir jetzt? Also Windows vorbereiten haben wir gemacht. Wir haben diesen SMB Client 1
installiert, Fritzbox ist auch soweit vorbereitet. Okay, jetzt können wir das Shampoo-Backup Pro einrichten. Und ich mache das wie immer ganz von vorne. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf die Webseite von Shampoo. So, wie immer, wenn wir hier überschwemmt mit irgendwelchen tollen Angeboten, uns interessiert da unten dieses Shampoo Backup Pro 14. Kam wieder mal eine neue Version raus nach einiger Zeit. Und hier kann ich dann sagen, kostenlos downloaden. Da kriege ich jetzt erstmal die kostenlose Testversion. Um ehrlich zu sein, das ist eines der besseren Backup-Programme. Das kann man sich dann auch mal für, glaube ich, 25 Euro kaufen. So, nachdem jetzt der Antivirus einmal drüber gescannt hat, kann ich die Installation nun ausführen und die klicken wir jetzt gemeinsam einmal durch. Hier einmal mit Ausführen bestätigen. Hier auch nochmal mit Ja bestätigen. Dem stimmen wir hier zu und machen weiter. Das können wir auch auf Standard lassen. Desktop-Icons auch okay. Und Next. Und jetzt installiert er. So, Installation abgeschlossen. Wir klicken einmal auf Finish. So, jetzt hat sich das Programm automatisch gestartet und ich sage einfach, dass ich den Testzeitraum erstmal weiter nutzen will. Und hier habe ich schon ein altes Backup. Aha, den kann ich mal löschen. Ich will ja mit euch alles jetzt von vorne anfangen. Genau, also einmal löschen. Ja. So, also was ihr dann seht, ist das hier und deshalb sage ich hier Create Backup Plan. Und jetzt werde ich gefragt, wohin das Backup gehen soll. Also da habe ich jetzt eine ganze Menge Auswahl. Schön ist auch, dass WebDev unterstützt wird. Und hier oben, das ist quasi das Samba-Protokoll, mehr oder weniger, also Netzwerk-Drive. Gehe hier auf Next. Jetzt kann ich mir raussuchen, wohin. Und weil ich ja jetzt hier nur meine lokalen Platten sehe, nehme ich hier nochmal den Punkt Network Location. Und jetzt kriege ich ein Explorer-Fenster auf. Und ich mache das gleiche wie vorhin auch. 112.168.0.148. Wie gesagt, das ist bei euch halt eure Fritzbox. Das ist wahrscheinlich die 178.1 im Standard. Und gehe hier auf FritzNAS. Nochmal auf Fritz und hier habe ich mir ja den Ordner Backup angelegt, da will ich das dann auch drin haben. Wähle hier den Ordner aus und er macht dann nochmal einen Unterordner, den er dann Shampoo Backups nennt. Ja, meinetwegen ist mir egal. Machen wir Next. Jetzt fragt er mich nach dem Benutzernamen. UsefulWid ist ja soweit schon mal richtig. Das Passwort in dem Fall war Backup Backup und auch hier dann wieder Next. Und jetzt hat er hier ein Problem. Wir schauen uns mal den Pfad an. Das ist genau das, was ich euch ja vorhin gesagt hatte. In diesem direkten FritzNAS-Ordner habe ich keine Chance, was abzulegen. Das liegt wohl daran, dass ich hier nur den Netzwerkordner auswählen kann, aber nicht tatsächlich den Unterordner, in dem ich das speichern will. Das sieht zwar so aus, weil ich ja hier in dem Backup-Ordner bin. Ich versuche es nochmal, aber das bleibt dabei. Deshalb muss man hier unten einmal auf Change gehen und sagt jetzt nochmal Select Folder. Und hier unten sehe ich jetzt, dass er das auf Fritz Backup ablegt. Also nochmal Next. Und hier wieder das Gleiche. Wir erstellen jetzt ein neues. Wir nehmen nur einzelne Dateien. Das ist dann euch überlassen. Ich finde das hier ziemlich gut erklärt. Deshalb habe ich da jetzt keine Schmerzen mit euch, das zu überlassen, was ihr da wählt. Also da gibt es jetzt nicht eine Best Practice oder sowas. So, More Efficient nehme ich hier. Dann benutzt das sein proprietäres Format. Ich nehme jetzt hier mal alles, was unter Dokumente liegt. Ja, das ist in Ordnung. Und verschlüsseln würde ich euch empfehlen, das zu tun. Wenn euch nämlich mal jemand die Platte oder den Stick klaut, müsst ihr da keine Angst haben, dass irgendwas wegkommt. Wichtig ist halt, das Passwort müsst ihr euch schon merken. Und wenn es weg ist, das Passwort, ist das Backup auch weg. Hier kann ich jetzt einstellen, wie oft das passieren soll. Einmal am Tag ist gut. Jetzt gehe ich auf Next. Und das finde ich besonders nett. Hier fragt er mich dann, was passiert, wenn zu der Zeit der PC nicht an war. Na, dann macht er es bei der nächsten Gelegenheit. Perfekt. Herunterfahren soll er im Grunde auch nicht. Ja, und also wenn es abgeschlossen hat, lassen wir es so. Das lassen wir auch im Standard. Auch das lassen wir so, wie es ist. Ich möchte jetzt erstmal hier nichts per Mail bekommen. Könnte ich euch aber empfehlen, das zu tun. Dann muss man sich, wenn ich mich recht erinnere, anmelden bei Shampoo, ein Konto anlegen. Würde ich aber tun, einfach, dass man regelmäßig informiert wird, ob das Backup funktioniert hat oder nicht. Hier würde ich sagen, ja, 30 Tage ist mir ein bisschen wenig. Da nehme ich doch lieber mal einen längeren Zeitraum wie ein halbes Jahr oder sowas. Dann kann man sich die ganzen Werte nochmal anschauen und mit Next nochmal hier auf Ja bestätigen. Der Plan ist eingerichtet, das Backup allerdings noch nicht. Wir sagen jetzt hier einmal Start Backup Now. Das dauert jetzt einen kleinen Moment und wir hören uns dann wieder, wenn der angefangen hat.
So, das Backup ist jetzt abgeschlossen und wird ab jetzt einmal täglich laufen. Wenn ihr Fragen habt, nutzt gerne die Kommentare. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, auch. Wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, pinne ich auch den Kommentar. Es lohnt sich also immer wieder mal in die Kommentare zu schauen. Zur IP wollte ich auch noch was sagen. Und zwar habe ich ja die 192.168.0.148 benutzt. Das ist eine willkürlich gewählte IP, die ich der Fritzbox zugewiesen habe. Ihr habt ja wahrscheinlich die Fritzbox als Hauptrouter und dann hat die in der Regel die 192.168.178.1. Man kann die auch über den DNS-Namen fritz.box aufrufen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Nur achtet darauf, wenn ihr so wie bei mir im Setup eine zweite Fritzbox im Spiel habt, dass die immer wieder die gleiche IP bekommt. Das kann ich auf meiner Master-Fritzbox zum Beispiel einstellen. Oder ihr nehmt halt den DNS-Namen, wie ihr möchtet. Ihr müsst halt nur sicherstellen, dass das klar definiert ist, worauf das Backup am Ende geht.